Hallöchen zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es wieder eine wöchentliche Maniküre. Und zwar machen wir heute Groovy Purple Nails. Ich habe hier schon alles hingelegt, was wir heute benutzen. Und wie immer habe ich meine Nägel schon mal vorlackiert. Ich habe benutzt bis jetzt eine Schicht von dem Trend It Up, dieser Anti-Brittle. Der ist gegen splitternde und brüchige Nägel. Ein Base Coat, eine Schicht. Dann habe ich hier aus dieser Kylie Collection diesen matten Sinful Colors Lack benutzt. Das ist der Purple Craze heißt der. Purple Craze. Der hat normalerweise ein mattes Finish. Das passt aber jetzt nicht ganz zu dem, was ich machen will. Hier fokussiert gerade mal wieder nichts. Von daher habe ich wie immer meinen Sally Hansen Insta Dry Gloss Topcoat, also den glänzenden Topcoat hier drüber gemacht. Stempeln werden wir heute mit zwei von den holographischen Esmaltas de Kelly Lacken. Und zwar ist das einmal der Andromeda, das ist der, der so schön Silber in Regenbogenfarben schimmert. Und dann haben wir hier diesen Purple, hell Purple, das ist der Medusa. Ich stemple wieder mit dem Überschick XL Clear Jelly Stamper. Ich benutze den Fab Your Nail Scraper, der funktioniert einfach ein bisschen besser. Und ich benutze die Überschick Platte Nummer 3 aus der Serie 4, also die Nummer 4-3. Ich möchte dieses Design hier oben benutzen, das wollte ich schon längere Zeit mal für ein Nageldesign benutzen und habe einfach nie so das Richtige gehabt an Farben, was ich dachte, was gut aussehen wird. Und mit den holographischen Lacken und so lila dachte ich mir, das passt wahrscheinlich ganz gut. Und zwar werde ich hier auf dem Daumen das volle Design stempeln, auf dem Ringfinger passt es nicht ganz drauf, aber ich guck mal, was ich da drauf kriege. Und auf den anderen Fingern jeweils nur eine Seite. Also zum Beispiel auf dem Finger dann diese Seite, auf dem Finger dann diese Seite und auf dem kleinen Finger wieder eine einzelne Seite, wenn ihr wisst, was ich meine. Das war's auch schon, was wir heute brauchen. Ist nicht großartig kompliziert. Was ich noch sagen wollte, hier dieser Lack, der schimmert auch so leicht pink. Könnt ihr das sehen? Obwohl der matt ist, hat er so einen leichten pinken Schimmer drin und das kommt auch echt rüber. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Kamera so gut sieht. Ich gehe dann nachher nochmal ins Licht, weil heute soll ja die Sonne mal wieder rauskommen und mache dann nochmal ein paar Bilder. Finde ich also wirklich ganz, ganz toll und die Formel von diesen Sinful Colors, die ist einfach klasse. Das lässt sich wirklich gut auftragen. Das war's aber jetzt dann schon vorm Stempeln und ihr wisst, wie es weitergeht. Ich lasse das schneller laufen, also zurücklehnen, entspannen, was zu trinken holen und wir sehen uns dann danach wieder. Thank you.
So, da bin ich wieder. Ihr habt es gesehen, auch wieder hier. Kein Problem mit dem Stempeln. Ich habe das jetzt auch hier alles, ist alles top-coated. Und ich habe hier Halogenlichter an, damit man hier den holographischen Schimmer schön sehen kann. Ich denke, das kommt auch ganz gut rüber in der Kamera hier, wenn man hier sehr nah dran geht. Ein bisschen schärfer stellen noch. Dann sieht man das, glaube ich, sehr schön, wie das hier flittert und glittert. Und ich freue mich schon nachher, wenn die Sonne da ist. Dann kann ich noch ein paar schöne Bilder für euch machen. Also mir gefällt das super gut. Es hat so ein, ja, so was Groovy-mäßiges und war jetzt auch nicht wirklich kompliziert. Mit diesen Clear-Stampern kann man ja wirklich super gut platzieren. Ihr habt es auch gesehen, ich habe hier das, was immer zu viel war, mit Tesa weggemacht und man kann dann hinterher wunderbar stempeln. Da kann man sich also gut Zeit lassen dabei, muss man sich nicht hetzen und dann funktioniert es einfach super. Jo, was meint ihr denn? Gefällt's euch? Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer unten in den Kommentaren oder wenn ihr mir was sagen wollt, freue ich mich über alles. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, wie immer, hier oben in der Ecke ist so ein kleiner Link, da kann man draufdrücken, kostet natürlich nichts. Und dann seht ihr meine künftigen Videos, dann freue ich mich. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, egal wo immer ihr auch seid. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tada!